der US-Botschaft in Dili gerettet. Die Delta Force war auf einem Übungsgelände der timoresischen Streitkräfte untergebracht. Mit einer Ausnahme blieben alle Geiseln unversehrt. Dennoch protestierte lautstark gegen Japans Plan, eine Informationssicherheitsabteilung aufzustellen und versprach Sanktionen auf, reagierte auf General Kellners Ankündigung einer erhöhten US-Militärpräsenz in Osttimor mit vorsichtiger Unterstützung unter Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten der Nachbarn. Okay, Level 2 dieses Let's Plays. Saudi Nativ Temperaturentechnik Paris, Frankreich, 30. März 2006. 6.20 Uhr. 6.12 Uhr. Identifizieren Sie Sadonos Söldnerführer. Jawohl, ich werde den Führer in Paris identifizieren. Ein feindlicher Agent mit Decknamen, Modified Penguin, ist mit einer Handvoll französischer und syrischer Söldner und syrischer Söldner, das ist ein richtiger Fehler, egal, in das Saudi-Tieftemperatur- und Techniklaboratorium eingedrungen. Verfolgen Sie die Spur der Gruppe, decken Sie Ihre Absichten auf und identifizieren Sie Modified Penguin. Und los geht's. Willkommen in Paris. Yay! Lämmer für deinen Geschmack? Absolut. Danke, Lambert. Grimm hat das Sicherheitssystem von Saunier so weit angezapft, dass sie Mortified Penguin verfolgen konnte. Aber wir wissen weder, wer er ist, auf der Hand weh, oder? Noch warum er dort ist. Ist er noch drinnen? Schwer zu sagen. Er versteht sein Handwerk. Willst du damit sagen, er ist von der CIA? Wenn ja, genießt er die beste Deckung, die ich je gesehen habe. Offenbar hat er ein Dutzend Verbindungen zu französisch-syrischen Terroristen. Als Mortified Penguin? Das E-Mail-Pseudonym ist alles, was wir haben. Es scheint lächerlich, aber das ist wahrscheinlich unser einziger Ansatzpunkt. Ein Zug fährt da weg. Oh mein Gott. Und ich gönne mir erstmal einen Save. 2-0. Oder 20, wie auch immer. Wie kommen wir an dem vorbei? Ich probier's mal mit Pfeifen. 3, 2, 1, jetzt wird das hören. Nein, da ist niemand. Das ist nur Fantasie. Fantasie. Darf man töten? Oh Gott, ich dachte schon. Naja, aber wir haben es gut gelöst eigentlich. Ist es hell oder dunkel genug? Ich glaube, ich verschiebe den ein kleines bisschen. Tiefer in die Höhle rein oder in diesen Durchgang, whatever. So. Gut, da hinten sind auch noch welche. Ich teste mal wieder das Snipen, ob es geht. Aha. Hey, cool, wir können jetzt ranzoomen. Können wir Luft anhalten? Ich glaube ja, oder? Luft anhalten, geht das? Geht das? Na, ich glaube nicht, oder? Keine Ahnung, ich hatte in Erinnerung, dass es hier geht. Naja, nicht so wichtig. Ist ja gut, ist ja auch nicht nervös zu machen. So, runter. Ist da jemand? Ne, hier ist niemand. Oder? Das Licht schaltet mal besser aus, das könnte gefährlich werden. Ih, Spinnenweben. Eklig. Kann man darüber klettern? Geht das? Ja, kletter darüber, Sam! Geht nicht, schade. Moment mal. Können wir uns da hochhangeln? Geht das immerhin? Oh, nee, da stützt der Sam nur den Kopf an. Ach, Sam, was ist denn los? Ich könnte die Lichter eine nach dem anderen ausknipsen. Oder ich könnte mich immer an ihnen diesen dunklen Schatten hier reinstellen. Nee, das ist zu hell. Da werden sie mich hier sofort ertappen. Oh, wir haben jetzt sehr viele Sachen dabei. Ach, wie schön. So, dann knipsen wir diese Lichter aus. Und das da. Ich muss jetzt richtig zielen. Schnauze zu. Verdammt! Ich glaube, hier kann ich näher rangehen. Moment mal. Da ist jemand. Seht ihr, da ist jemand.
Das sind sogar mehrere. Fuck! Safe. Okay, leise. Scheiße! Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 1. Schusssichere Weste anlegen. Alarmstufe 1, Sam. Du darfst nicht entdeckt werden. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Ja, ist schon klar. Mensch. Das fängt ja schon mal gut an. Wir haben unsere erste Alarmstufe bekommen. Fuck! Naja, aber bei so einem schmalen Ding ist es schwierig, da vorbeizukommen irgendwo. Schwieriger Anfang. So, was ist das denn? Wir haben hier ein Feuer. Und wir haben hier eine Waterpipe. Auf Englisch heißt es übersetzt Wasserleitung. Und die knipsen wir mal besser aus. Hä? Okay. Deine Temperaturanzeige nähert sich dem kritischen Bereich. Es ist Frühling in Paris. Schieß auf die Rohre. Vielleicht erwischst du Wasser oder noch besser Kühlmittel. Ich möchte den tiefgefrorenen Körpern gegenüber nicht respektlos wirken. Entweder du oder sie. Ja, ist klar. So. Hier brennt's und niemanden stört. Das ist ja mal wieder super. Gut, du bist drin. Grimstert hier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. Ah, Pfeifen, sehr schön. So, leise. Wir müssen leise sein. Ihr müsst auch leise sein. Das hilft vielleicht. Also, psst. Na komm her, komm rein. Hallo. Hallo, Pfeifen. Pfeifen macht sehr viel Spaß. Flexible Optik. Geh halt an die Tür, Mensch. Nein! Wir können nicht durch das Wärmegerät in die Türen schauen. Schade eigentlich. Ist er da immer noch da? Wo ist der? Wo bist du? Er ist weg. What the hell? Hier ist das Stichwort wieder Licht ausknipsen. Ah, stelle ich mir das schon besser vor. Geh weg. So leise. Hab dich. Na, wie geht's dir? Vive la France. Vive la Niederschlag. So, jetzt auch mal die hier niedergeschlagen. Nee, Quatsch, das ist ein falscher Akzent. Ich wollte es im Französischen nachmachen. Egal. So, spielen wir mal ein bisschen Tetris. Ich meine, Minesweeper. Was ist das denn? Bluescreen, was ist denn das für ein Betriebssystem? Sicherheitsstufe gesenkt. Ja! Sicherheitsstufe zurück auf normal. Okay, es scheint, als seien sie wieder zur Normalität übergegangen. Licht Nummer 1. Licht Nummer 2 und Licht Nummer 3 kommt jetzt. Ich glaube, das mache ich lieber mit SC20K aus. Okay. Nein! Ich habe doch nur ein Licht ausgeknipst. Werden. Ja, komm her. Vorsichtig, Fischer. Tarnung ist das A und O bei dieser Mission. Hab dich.
Da schaust du, was? Ich hab deinen Kollegen abgeknallt. So, ist hier noch jemand? Nee. Oh! Was macht ihr denn mit eurem Wissenschaftlern? Also wie bei euch würde ich nicht arbeiten wollen. Und was habt ihr für Betriebssysteme? Alle mit Bluescreen. Das gibt's doch nicht. Oh, hätten wir von Anfang an ausschalten können. Hätten wir uns jetzt dann die Alarmstufe gespart. Egal. Nicht so wichtig. So, flexible Optik, was ist hinter dieser Tür? Ich bin der Optiker, ich schaue gegen hin. Ich schaue in Türen hinein. Was ist hinter dieser Tür? Flexible Optik. Ein Medikit. Oder eine Heilstation. Ich sag immer, ich bleib jetzt bei Medikits. So, dann. Okay. Die Dietrich machen geht viel schneller. Diese Schlösser, das Schloss knacken geht viel schneller. Das ist, was ich meine. Finde ich auch gut gemacht, wirklich. Na, wie alles. Oh yeah. So. Da fühlt sich das dann viel wohler, wenn es dunkel ist. Was ist denn hier schon wieder? Was ist denn hinter dieser Tür? Ich mache wieder ein Save. 21. Was? Scheiße! Ich mir denken können. Sicherheitsstufe erhöht. Stufe 2. Kopfschuss anlegen. Alarmstufe 2, Fischer. Wenn du unsichtbar bleibst, wird die Alarmbereitschaft vermindert. Ja, Fischer, wir können uns keine weiteren Opfer leisten. Beim nächsten Alarm ist die Mission gelaufen. Ach komm, das habe ich so lappenhaft gelöst. Lappenhaft. Dieses Licht muss aus. So. Können wir hier nicht irgendwo wie die Lampen ausschalten? Ist hier nicht irgendwo ein Lichtschalter? Ihr müsst auch leise sein, ne? Ihr wisst, was los ist. Also leise. Ganz leise. Leise. Kein Piepsen. Ich hab den ersten. Okay, raus hier. Du bleibst hier und passt auf, dass niemand durchkommt. Okay, den verstecken wir auf jeden Fall. Hier ist es viel zu gefährlich, wenn die uns erwischen. Hey, Munition, cool. Hey, noch eine Munition, cool. Hä? Egal, die können wir uns später auch noch krallen. Hier, erstmal den Körper verstecken. Ich glaube, den verstecke ich gleich hier noch. Weil manchmal kommen die Gegner auch hier rein. So, hier ist es ein schöner Platz. Wirklich mal hier schlafen. So, und wenn dein Boss kommt und dich beim Pennen erwischt, sag einfach, ich habe den Job, ich habe wohl die Regeln falsch verstanden. So. Schlaf, Messbeichen. So, ist hier Licht? Nein, hier ist kein Licht. Was ist hier? Sag sie, Bloptik. Hier ist auch nichts. Okay. Warum können wir die Munition jetzt nicht krallen? Ich meine, hier haben wir... Hä? Okay, nachladen. Vielleicht kann man das Magazin dann nehmen. Geht's jetzt vielleicht? Scheiße! Ich hasse euch! Ich will jetzt auch nicht wieder da rein. Wir haben ja halt überflüssige Munition, das heißt, wir könnten eigentlich die Lichter ausschalten, aber ich habe halt Angst, dass die dann irgendwie, naja, dass die dann bemerken, dass ich was vorhabe.